Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zum heutigen Tagesreport am 10.02.21 und wir schauen mal rein, was das RKI vermeldet. So, aktuell wurden 8.072 Meldungen erfasst, hiervon 600 nachbearbeitet aus NRW von gestern. Verstorben 813, da gucken wir gleich unten im Divi-Register, wie viele das genau waren, die auf Intensiv verstorben sind. So, die Gesamtbevölkerung hat eine 68er Inzidenz. Die Bevölkerung 60 bis 79 liegt bei 53. Die Altersgruppe 80 plus bei 117. Gestern wurden 56.293 erste Impfungen verteilt, 55.744 zweite. Erste Impfungen haben wir insgesamt 2,4 Millionen und 1,1 Millionen zweite. 3.796 momentan in intensivmedizinischer Behandlung. Von den gestern 459 abgeschlossenen intensivmedizinischen Behandlungen sind 27% verstorben. So, wir gucken einmal auf die Deutschlandkarte. Hier sehen wir, dass der Landkreis Tirschenreuth mit 276 Fällen mit einer 383er Inzidenz momentan noch anführt. Ansonsten ist kein Landkreis mehr über 300. Kumuliert sind wir bei 75,7 Verstorbenen auf 100.000 Einwohnern, bei 1,177 Millionen Fällen, also 51%, ist kein Erkrankungsbeginn bekannt, beziehungsweise sie wären nicht symptomatisch erkrankt. An dieser Stelle verweise ich einmal auf mein Video, was quasi von der Aufnahme des Viruses bis zur Infektion und Erkrankung passieren muss. Gesamt sehen wir, dass sämtliche Inzidenzen ja, abfallen, manche ein bisschen stärker, manche ein bisschen weniger, ist aber durch diese kumulierte kleine Grafik sehr schlecht zu erkennen, muss man ganz ehrlich sagen. So, in den Krankenhäusern haben wir bei den Betreuten 21.692 Meldesätze erhalten, 74% davon sind 60 und älter, 66% Hospitalisierungsquote und 16% verstorben. In den Einrichtungen rund ums Kind sind wir bei 54.977 Meldesätzen, 584 Hospitalisierungen und zwei Verstorbene. Vor ein paar Tagen nicht noch drei? Also, da kommt man echt nicht mehr drauf klar, ganz ehrlich, meine Lieben. Wie oft hier irgendwas, da muss man echt mal ein bisschen drauf achten. So, in den Pflegeeinrichtungen und anderen Sammelunterkünften haben wir 107.129 Meldesätze erhalten, 81% 60 und älter, 16% haben wir hospitalisiert gehabt und 17% verstorben. Bei den Angestellten haben wir in den Krankenhäusern und anderen Einrichtungen 66.187 Meldesätze erhalten, 8% 60 und älter, 3% Hospitalisierung mit 1.933 und 65 Verstorbene. In den Einrichtungen rund ums Kind haben wir 28.605 Meldesätze, 8% 60 und älter und hier mit 591 eine 2%ige Hospitalisierungsquote und 23 Verstorbene. So, wir haben in den Pflegeeinrichtungen 51.588 Meldesätze, 12% 60 und älter, mit 1.253 auch hier 2% Hospitalisierungsquote und 142 Verstorbene. Der 4-Tage-R-Wert liegt bei 0,72, der 7-Tage-R-Wert bei 0,82. Hier sehen wir auch, dass das Nowcasting noch bis Ende Januar zurückreicht. Und sehen auch, dass es seit, ja, im Grunde genommen kurz vor Weihnachten, also um Weihnachten rum, seitdem zurückläufig ist. So, das Divi-Intensivregister hat von 1.281 Klinikstandorten gemeldet bekommen, 22.455 Betten, also 83% der 26.982 Intensivbetten sind belegt. Invasive Beatmungen haben wir im Moment 2.130, macht eine 55%ige Quote. Und 164 Verstorbene haben wir gestern gehabt. Gesamt haben wir auf den Intensivstationen an und mit Covid 19.890 Patienten gehabt. Wir sehen hier, dass wir also seit Anfang des Jahres auch rückläufig sind in den intensivmedizinischen Behandlungen. So, genau, jetzt geht es hier um die Testungen. Also, bis Kalenderwoche 5 wurden insgesamt 41,7 Millionen Testungen durchgeführt, von denen 2,4 Millionen positiv getestet worden sind. Insgesamt haben
259 Labore der Testabfrage teilgenommen. Wir sehen, dass die positiven Quote in Kalenderwoche 5 bei 7,9 wohlgemerkt bei den PCR-Testungen liegt. So. Wir gucken jetzt nochmal hier rauf. Also in Kalenderwoche 5 wurden 1,02 Millionen Testungen durchgeführt. 80.647 davon positiv und 194 Labore haben gemeldet. So, zwischen 4 und 7 Arbeitstagen liegen die Theorie, also die Abarbeitungszeiten. Wir haben eine tägliche Kapazität von theoretisch 347.000 Testungen. Und für die Kalenderwoche 6 sind 2,3 Millionen theoretische Testungen gemeldet worden. Also die Abfrage, die sie gemacht haben, ist zwischen 91 Arbeitstage. Das erklärt für mich immer noch nicht, warum dann im März, April, Mai, Juni, Juli immer noch Meldungen auftauchen. Wir sehen hier auch, wenn wir genauer hingucken, dass die Positivquote in der Kalenderwoche 52 verhältnismäßig hoch war. Da hatten wir fast 16%. 172 Labore haben übermittelt, wie die Kapazitäten aussehen. Und wir sehen auch, irgendwo war jetzt hier der Vermerk, dass genau hier Verbrauchsmaterialien und Reagenzien werden in Laboren nur für kurze Zeiträume bevorratet, wegen begrenzter Haltbarkeit bestimmter Reagenzien. Und das kann natürlich irgendwann dann auch dazu führen, wenn weltweit zu viel abgefragt wird, dass es Probleme gibt mit den Lieferungen. In Kalenderwoche 5 wurden vom RKI auf Basis der erfassten Daten 400.000 Arztbesuche aufgrund einer ARE-Symptomatik geschätzt. Liegt damit deutlich unter dem Niveau der letzten beiden Vorsaisons. Also wir sehen auch, dass wir also wesentlich weniger Konsultierungen wegen akuten Atemwegserkrankungen im Vergleich zu den Vorjahren haben. So. 6.202 Proben sind aus Kalenderwoche 5 im Nachlauf. So kann man natürlich auch gewisse Faktoren erzielen. Wir sehen im Moment, dass... Ja, wir gucken jetzt mal hier. Also die Anzahl der Testungen geht zurück. Wir sehen, dass Bayern und Nordrhein-Westfalen immer noch verhältnismäßig stark am Testen sind. Hier geht es jetzt auf das Impfbriefing, genau. Also wir haben die 2,4 Millionen mit erster Impfung, 1,1 Millionen mit zweiter Impfung. Seit dem 1. Februar sind also mittlerweile mehr Zweitimpfungen als Erstimpfungen verabreicht worden. So. Also gemäß der Schwerpunkte und so weiter haben wir die Zweitimpfungen in Thüringen mit 27% bis 37% im Saarland. So, was mich jetzt hier wundert, wenn ich mir die Zahlen angucke, die aktuelle Lage, das Robert-Koch-Institut schätzt aufgrund der anhaltenden hohen Fallzahlen die Gefährdung für die Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. Ich werde am Wochenende, wenn ich die Zeit dazu finde, mal ein Video machen und werde mal über die letzten 3 Monate mir 2 Tage rauspicken, die ich mal vergleiche, um euch mal einfach zu zeigen, welche Lage haben wir im Januar gehabt, welche haben wir im Februar gehabt und welche haben wir im Januar, im Dezember und im November gehabt. Da suche ich mir einfach den Stand, den wir jetzt dann haben. Also 11., 12., 13., irgendwie so. Bis dahin suche ich mir Tage aus, 2 Stück, und werde die mal abarbeiten und vergleichen. Und dass wir mal ein bisschen einen Überblick bekommen, wie einfach der Verlauf in den letzten 3 Monaten ausgesehen hat, meine Lieben. Ja, den Tagesbericht hier werde ich euch natürlich wieder unter dem Video verlinken. Genauso sind unter dem Video auch noch andere Sachen verlinkt. Verschiedene Hinweise zu Büchern, die sehr interessante Themen abarbeiten und aufgreifen. Ist mit Sicherheit für den einen oder anderen auch was Interessantes dabei. Und in dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch Feinde zu sein. Macht euch die Quellen selbst zugänglich, schaut sie euch gerne an. Liken, teilen, kommentieren, freue ich mich jedes Mal drüber. Bis dahin, euer Mike.